Wir sind jetzt in Athen, mit dem Auto hier reingefahren, sehr, sehr stressig. Ich muss auch aufpassen, dass wir uns hier nicht überfahren, über den Haufen. Jetzt laufen wir erstmal zu ein paar Freunden von uns und danach alles Weitere, seht ihr dann jetzt gleich. Aber wie gesagt, Athen ist schön. Also schön, so voll, schön voll. Also ich verstehe jetzt Perrys Greek Freestyle Autofahrstil, den er auch in Frankfurt anwendet, weil wenn du den nicht beherrschst, bist du hier in Athen verloren. Da geht gar nichts. Genau. Also schon krass, aber schön. Genau. So, wir sind in Athen und was finden wir hier? Wir sind in Athen übrigens. Nicht da, wo wir denken, und zwar in Berlin, sondern in Athen. Und wir haben hier noch Janis Atrikunku. Hier auch. Hier, und was noch cool ist, ist hier sein Graffiti, das ist echt schön mit Bildern. Und hier aus seinem Original-Autogramm. Yes. Und das habe ich mir. Die es nicht wissen, wer ist es, wer ist das? Also Namen hast du genannt, aber... Ja, Basketballspieler, NBA, Basketballspieler, gibt ja den einen oder anderen, den vielleicht nicht kennt. Und das werde ich mir jetzt auch holen. Also die Preise sind hier echt gut, günstig, 22,49 kostet das. Preiswert, würde ich sagen. Falls du das Hawaii-Hemd durchschwitzt, genau, haben wir schon mal einen Ersatz dabei, ne? Dann habe ich schon was, genau. Okay, weiter geht's. So, hier vorne... am Brunnen oben, also da, ist das griechische Parlament. Da tagen die ganzen Politiker, will ich sie mal nennen. Hier ein schöner Brunnen. Das ist ein wichtiger Platz hier in Griechenland. Und da oben ist das Parlament. Wir gehen aber nicht rein, sondern das ist mal gesehen habe. So, jetzt seht ihr mal vom Nahen das Parlamentsgebäude. Da ist die Wache, die wird einmal die Stunde abgelöst. Vielleicht haben wir Glück und sie wird jetzt abgelöst. Da ist einer vom Militär, ein Soldat, der zuckelt da an dem rum. An dem vom Wachposten. Und ja, da oben ist das griechische Parlament, wie gesagt. Griechische Fahne. Und das sind die Jungs hier. Da steht auch rein, die müssen eine gewisse Größe haben. Die dürfen jetzt nicht unter 1,80 Meter sein. Also die haben schon eine gewisse Größe, damit die hier dann halt im Parlament dann hier wach stehen. Und wie gesagt, da hinten ist noch einer, ein Soldat neben dem, der hier aufpasst. Die dürfen auch keine Regelung zeigen. Ist so ein bisschen wie in England. So, und hier seht ihr mal Athen, wie es lebt und lebt. Autos ohne Ende. Verlauben sich auch manchmal ein paar Fahrradfahrer, aber die leben scheiß gefährlich. Und nicht lange. Und Motorradfahrer, die stellen sich hier so durch. Also jetzt haben wir endlich grün und jetzt können wir endlich wieder rüber. Okay. So, jetzt gehen wir hier essen. Im Sonars wurde uns empfohlen. Die Akropolis. Beziehungsweise Parthenon, das ist da vorne. Ja, jetzt schauen wir mal, wie das Essen ist. So, eben gerade hatte ich angekündigt, wir gehen hier essen. Jetzt gehen wir nicht essen, weil alle Tische da oben sind reserviert irgendwie. Kam es ein bisschen komisch vor, weil sie meinte auch, ich habe ja mit ihr Griechisch gesprochen, sie meinte auch nur für Getränke und so. Habe ich gesagt, okay, dann trinken wir nur was, essen wir nichts, weil eigentlich wollten wir was essen. Und das ging dann auf einmal auch nicht. Also das finde ich schon ein bisschen frech, sie ist zwar freundlich geblieben, aber
Ja, das ist jetzt nicht so die nette. Das ist so wieder so ein bisschen so. Es riecht so ein bisschen nach Touri-Abzocke. Und das ist nicht schön. Also so sollte man mit Gästen nicht umgehen oder erst so, dann so oder doch anders. Und deswegen, ja, wissen jetzt nicht, ob das Essen schmeckt oder so, aber die Art und Weise, wie mit jemand umgegangen wird, ist halt nicht schön und deswegen können wir das jetzt hier nicht empfehlen. So, hier haben wir Olio Hidroatiku. So, hier geht's ein bisschen hoch. Was? Ja. Hier haben wir überall Olivenhaine, würde ich sagen, ja, schön groß gewachsen. So, wir sind jetzt hier an der Akropolis. Haben wir jetzt bezahlt? Was haben wir bezahlt? 40 Euro für zwei Personen. Ist völlig in Ordnung. Wenn man die vorbestellt, 14 gibt es Euro haben wir bezahlt. 40. Nein, 14. Tatsache? Ja. Nein, 40. Wow, da haben wir aber viel bezahlt. Ja, aber wenn man die online vorbestellt, ja, ich habe in sämtlichen Themen geguckt, 28 Euro pro Person. Also es ist wirklich am allergünstigsten, das hier direkt vor Ort zu machen. Ja. Weil diese Online-Unternehmen, die das so anbieten, die bescheißen einen da auch teilweise. Ja. Und man muss noch irgendwo durch die Stadt in irgendwelche Reisebüros in die Tickets zu holen. Hier geht's rein übrigens. Ist übrigens für Hochsommer gar nicht voll. Also man kommt ganz gemütlich überall durch. Wir haben auch nicht in der Schlange gestanden. Ist warm, aber ist okay. Ja, warm, 35 Grad. Und hier oben ist ein bisschen heißer. Aber ist okay. Oder? 5 Grad heißer. Ja. Soll es oben sein? Aber gut, wir haben Sommer, ne? Was ist los? Ich meine, alles in Ordnung. Ja. Aber in Athen zu sein, ohne die Akropolis zu sehen, aus meiner Sicht geht das gar nicht. Das ist das Bauwerk und ich habe gerade das erste Mal hochgeguckt und war schon von unten sehr beeindruckt, weil das wirklich unglaublich, unglaublich ist. Genau, jetzt zeigst du dir die Tickets vor. Ich glaube, das muss man da. Hallo. Hallo. So, da ist die Akropolis jetzt. Ja, viele Touristen, wir sind ja auch welche, also von daher alles gut. Da oben ist sie. Ja, schönes majestätisches Bauwerk. Ja, typisch griechisch. Also richtig schön. Ja, und da unten sieht man Athen. Und ja, ist sehr beeindruckend. Also das muss man mal gesehen haben. Wirklich. Das haut ich schon weg hier. Also was sie da errichtet haben vor der Zeit, vor Christus. Also das ist schon mega. Da hinten haben wir auch hier die Säulen. Säulen aber mit Frauenkörpern. Also man es gut sehen kann. Also es ist absolut beeindruckend, wunderschön hier. Zwar sehr heiß, aber das kommt davon, wenn man mittags auf die Akropolis will. Na ja, wir haben 5:30. Bei den Griechen ist ja das mittags. Das ist da noch Mittag für uns, Mittag da an. Gehen wir noch nicht raus, also jedenfalls nicht in die pralle Sonne. Also jedenfalls Akropolis, ihr müsst herkommen, das Parthenon sehen, das heißt Parthenon hier. Das Ganze hier verwechselt man oft mit, dass das die Akropolis ist, aber der Platz heißt so hier. Und da nochmal, und da Athen, da vom Berg aus kann man bestimmt tolle Fotos machen. Da griechische Fahne. Ja, das ist das zweite übrigens, das ist das zweitbesuchteste in Athen, da oben der Berg, weil man nämlich von dem den allerbesten Blick hier auf die da Athen drüben, hat. Genau. Da. Ja, ist schön. Muss man gesehen haben. Und ich frage jetzt mal, ob ich hier Drohne fliegen darf. Ich glaube, die Antwort kenne ich, aber egal. Da ist das Parthenon-Museum, da unten. Und da ist das Theater, da. Und da ist das
Akropolis Museum oder Parthenon Museum, ich glaube es heißt aber Akropolis Museum, muss ich gleich mal recherchieren. Also jedenfalls von hier oben kann man es mal sehen im Hintergrund. Also hier hinter mir ist das Parthenon, also wir sind hier auf der Akropolis üblicherweise noch. Und hier ist Athen, da hinten das Meer, das Attische Meer. Und ja, da wollen wir jetzt noch hin, in das Akropolis Museum, so heißt es richtig. Und da ist das alte Theater. Noch ein anderes, die haben noch ein anderes hier, das ist ein bisschen besser erhalten, aber das ist ein bisschen runtergekommen, aber was erwartet man nach 3000 Jahren? Aber die Akropolis ist wirklich, da müsst ihr hin, das müsst ihr gesehen haben. So, und hier haben wir das Akropolis Museum vor unserer Nase. Was ist das? Habt ihr gerade gesehen? Ja, ah, schön, mal die bisschen Werbung. Also, da vorne, was ihr seht, ist das Akropolis Museum. Da laufen wir jetzt alles rein. Ich muss ein bisschen aufhören, seine Treppen sind ziemlich kurz und nicht so tief. Und deswegen passe ich auf. Und da haben wir wieder natürlich die Tanja, die macht hier mal extrem viele Fotos. Der oben europäische und die griechische Fahne. Ja, da laufen wir jetzt einfach mal rein und gleich seht ihr mehr. Jetzt sind wir drin im Akropolis Museum. Hier sind wir reinkommen, gibt es auch eine Einlasskontrolle. Also man muss hier sein Pick oder seine Dings abgeben. Wo ich da ist. So, hier geht es dann rein ins Museum. Nach vorne. Und hier ist nochmal ein Ticket. Schalter. Hier müssen wir das einscannen. Ganz modern. So, jetzt müssen wir erstmal ich musste meine Tasche abgeben. Ging nicht anders, sonst, oder vorne tragen wegen den Exponaten hier. Darf man halt nicht so mitnehmen. Ich habe sie jetzt abgegeben. Dann hoffe ich, krieg sie dann später wieder heile. Da ist nämlich meine Drohne drin. Und von der GoPro alles andere, Wechselakkus etc. Aber das ist jetzt, spielt jetzt erstmal überhaupt keine Rolle. Echt beeindruckend. Und da oben kann man auch laufen. Vielleicht seht ihr die Menschen da oben. Oh, unten, auch schön. Schau dir das mal an. Oh je, also hier muss man ein bisschen schwindelfrei sein. Aber ja, ist schön. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und hier haben wir altertümliche Exponate. Also hier. Oh, ist das schön. Also, ihr müsst ins Akropolis Museum. Also, wie gesagt, wir sind jetzt aber erst hier die ersten paar Meter. Und da vorne sieht es schon sehr beeindruckend aus. Also, es wird bestimmt besser. So, und hier sehen wir einige Säulen, auch wunderschön. Und hier nochmal von oben, hier ist nicht der Eingangsbereich, aber sehen wir da oben hochgelaufen. Und da drüben darf man nicht filmen und auch nicht fotografieren. Deswegen kann ich euch da nicht zeigen, ihr müsst ja einfach das Akropolis Museum dann einfach besuchen. Ne? So, wir sind jetzt im letzten Stockwerk von der Akropolis Museum und da seht ihr die Akropolis, da sind wir reingekommen, hier so durch, da unten, da hinten, also hier vorne die Akropolis und da oben das Parthenon, also klare Empfehlung, ihr müsst das Akropolis Museum besuchen. Hier mal die Kamera oder mich, oder die Kamera so rum, nicht mich. Und übrigens da draußen kann man auch was trinken, essen. Also man kann hier noch ein wenig verweilen. Ich darf nicht so laut reden, ich will mal die Gruppe etwas näher an meinen Mund. Und also absolute Empfehlung, wenn ihr in Athen seid. Akropolis, Parthenon und das Museum müsst ihr einfach
besucht haben. Sehr beeindruckend. Hier ist jetzt die Aurora. Ganz viele Touri-Shops sind hier. Gedöns gibt es hier, ne? Ganz viel Gedöns. Alles, was der Touri so braucht. Aber auch echt ein paar nette Sachen dabei, muss ich sagen. Ja, es wird wieder schwer, Nein zu sagen. Die Oliven gepresst. Ja, ich kann das. Ne? Der große Ofen, der Ofen. Ja?